So, Freunde, willkommen zum vierten Tag des blutigen Kampfturniers. Drei Sterne, grün ist gesperrt. Heilung, Wiederauferstehung haben keinen Effekt, ne? Wir sind auf A, das ist sehr gut. 66,6%. Aber es ist nach dem Krieg, ja. Der Krieg hat mich sowieso schon aufgeregt. Dann habe ich gerade 6 PvP-Angriffe gemacht. 8. 13 Helden besiegt in 6 Angriffen. Ich habe 3-mal gegen den gleichen verloren. Also jede Kleinigkeit bringt mich gerade wirklich ganz nach oben, ja. Also jede Kleinigkeit, die dann weiß ich nicht. Das Spiel und ich, wir sind gerade keine guten Freunde. Das sieht man auch an meinen Pokalen. Alter. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Dieser Tag ist nicht mein. Das hat sich sogar gereimt. Das war schön. Nein, nein, einfach nur nein. Dieser Tag ist nicht mein. So, was haben wir denn hier jetzt? Also wenn das Board irgendeine Scheiße mit mir macht, wenn ich merke, es will mich verarschen, dann gehe ich. dann stehe ich auf und gehe wieder. Ich hab's einmal gemacht, ich mach's auch wieder. 3 gelbe, 2 blaue. Nehme natürlich den guten Wotnik wieder mit, ja. Agnes hat einen schönen Angriffswert, aber die macht irgendwie so nix. Also die steht da nur und nach 2 Autoticks ist sie weg, ja. Das ist halt extrem schade. Nehme Gato mit. So. Una habe ich auch kein Interesse mehr dran. Dann gucken wir mal. Kann ich eigentlich direkt gehen, oder? Unfassbar, wirklich unfassbar. Was soll ich hiermit? Was soll ich damit machen? Guck mal, ob hier unten was Blaues kommt. Vielleicht kommen da jetzt sogar 4. Nein, jetzt haben wir gar nichts mehr. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ach komm, jetzt ist es komplett weggerutscht. Ach, leck mich doch, ey. Ah, ne. Ich habe so viele Kombos. Ja. Und was passiert? Er löst wieder aus. Weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde keine annähernd positiven Worte, ja? Nicht mal annähernd. Ja. Nee. Will eigentlich 3 Lilane mitnehmen. Eigentlich will ich gar nichts mitnehmen. Eigentlich will ich dieses Spiel in die Tonne kloppen, aber weiß auch nicht. So.
Grün gibt uns Rot. Das kommt weiter nach oben. Das finde ich besser, glaube ich. So, jetzt haben wir 6 Steine unter Bane. Das sollte ja wohl reichen. Ja, das war's. Das war's, mehr habe ich nicht. Können wir gucken, dass wir das mal so machen. Spielen wir das noch so. Irgendwie wusste ich, dass wir sie jetzt da triggern. Ja, ich irgendwie hatte ich es im Gefühl. Musste passieren. Aber wir haben nur einen Autotech gegen uns. Wahrscheinlich wird der Balthasar treffen. Ah, okay. Mal Glück gehabt. Jetzt haben wir den Attack, den Angriffsdown. Er hat den Attackdown. Natürlich doof. Aber müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier vorankommen. Warte mal, wir könnten mal Ulma gehen. Ja, das war sogar sehr gut. Aber wir haben lila Diamanten. Wir kriegen sie nicht weg, bevor sie nochmal auslösen sollte. Hauen wir sie lieber weg. Hm? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Okay, immerhin kommt da jetzt lila hoch. Okay, so, die Fledermaus macht mehr Schaden, je mehr Leute tot sind. Das ist schon mal gut. Das ist dein Ernst. Ist es dein Ernst? Ja, froh sein, dass ich Steine habe, die jetzt danach kommen. Nee, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Und heute ist es auch wirklich überhaupt nicht ansatzweise so, dass ich dieses Spiel gerade genieße. Ja, ich genieße es sowieso momentan sehr, sehr selten. Aber heute ist so der Tag wirklich, wo du dir denkst, nee, komm. Lass gut sein. Karriere Level 36, ja. Black Scanner 1. Wenn er gewinnt, kann er sich freuen. So sollte er sein. Zumindest die Mondfalke weggemacht haben, die habe ich so gesehen. Wir können das so machen. Ja, machen wir es mal so. Okay. Immerhin funktioniert das. Wenn es am Ende ein Einkauf ist, dann. Also, solange wir jetzt alle restlichen 7 Angriffe gewinnen, ja, dann ist ja gut. Oh, Mono. Blau, das haben wir noch gar nicht gesehen in diesem Turnier. Überlege. Wenn ich jemanden habe, der Boni entfernt, das bist du. Dich brauche ich. Du musst mitkommen. Du gehst dafür mal raus. Nehmen wir die beiden Blauen mit. Ja, die beiden Blauen kommen mit. Das sind nur in Anführungsstrichen nur 20 Embleme, ja, aber das heißt nichts. Da können wir auch ganz schnell verlieren.
So, ich spiele jetzt nochmal hier die Roten, in der Hoffnung, dass hier was Lilanes kommt und da was Blaues, ne? Weißt du, an manchen Tagen wäre da jetzt ein Diamant irgendwie entstanden, ja? Aber heute ist alles möglich. Beziehungsweise heute ist nichts möglich. Sollte die hier eigentlich gucken, dass ich die irgendwie zusammenkriege durch irgendeine Combo, die ich hier in der Mitte mache, aber keine Chance. Heute nicht. Wieder nichts. Es ist gar nichts. Wie lange hält dieser Rotz von ihm hier noch? 3 Züge. Alter, 3 Züge. Ja, das Problem ist, Tyrum hat keinen Bock, ne? Lila hat keinen Bock. Dementsprechend sind wir auch relativ am Arsch. Wenn er mir jetzt Tyrum stehen lässt, haben wir eine Chance. So, warte mal. Erstmal müssen wir da hinten Ulmer wegkriegen. Okay. So. Wir haben hier Blau. Warte mal, wir machen das so. Perfekt gelaufen. So, holen wir uns die Blauen noch. Gehen wir auf ihn. So, grüner Diamant sehe ich. Ich will aber eigentlich nicht unter Karel spielen. Hier muss ich erstmal gucken. Ah, genau, das war gut. Alter Falter. Habe ich nicht mitgerechnet, ja. Der glückliche Zug war, dass Tyrum nicht gestorben ist durch die Autotex. Sonst wäre es anders gelaufen. Grün können wir nicht nehmen, das heißt, wir nehmen 3 blaue. Du weißt gar nicht, was du da für eine Lusche da hinten in der Ecke stehen hast. Wahrscheinlich macht sie mich jetzt kaputt. Sieh es kommen. Du gehst raus. Können wir dich mal eben wieder anziehen. So. Dann nehmen wir. Komm, ich versuch's nochmal. Der Junge. Irgendwann muss sein. Oh je. Oh je. Ah. Ich wollte gerade sagen, irgendwann muss der Knoten bei ihm platzen, aber. Hier platzt gleich was anderes, und zwar irgendeine Ader zu meinem Herz. Oder ich krieg ein Gehirnaneurysma oder irgendwie sowas. Ich bin kurz davor. Hier. Auch hier blau. Gib mir blau, Mann. Jetzt nimmt er die weg. Jetzt zieht er die nach oben. Ach komm. Ah, mein Gott, ey. Was ist, warum ist er denn schon weg hier? Warum hat sich Balthasar denn schon verabschiedet? Gunnar, du bist echt eine Verschwendung, habe ich dir ja schon mal gesagt. Mann. Eine Tür rum geht nur auf einen, ne? Also er hält noch maximal einen Zug durch, weil dann wird Autotech kommen und dann ist er weg. Er hält auch noch mal 2 Züge durch. Agnes haben wir da hinten. Die kriegen wir mit den beiden weg.
Versuch's mal so. Okay. Nicht triggern, nicht triggern, nicht triggern. Oh, Schwein gehabt. Er muss mehr Schaden auf Ulmer machen. Oh, oh, oh. Oh. Sollen wir ihn ein bisschen noch mit Mana füttern? Dann macht Wund nicht mehr Schaden. Wenn wir das hier spielen. Boah, das ist jetzt schwer. Ich will gucken, ob ich, weil mit drei Geghosteten ist er eh nicht fertig, ne? Das Problem ist, je mehr ich ihn jetzt mit Mana vollpumpe, desto schneller lädt er natürlich auch auf. Aber desto mehr Schaden macht Wotnik. Ich teste, versuch's mal. Okay. Wer jetzt Glück haben, haben wir natürlich nicht. Da jetzt. Ein Move. Das ist dieser rote hier. Und ich muss hoffen, dass da blau kommt. Ich habe die Kiste noch nicht mal voll gekriegt. Ich habe diese scheiß Kiste noch nicht mal voll gekriegt. Nur immer ansatzweise. Ach, er muss 7 Stunden warten. Willst du mich eigentlich verarschen? Ah, okay. So, weißt du, was ich jetzt nochmal hier, da siehst du es. Ja, das Team habe ich dreimal verkackt. Dreimal. Und ich habe, muss ich ja sagen, nicht mal ansatzweise da irgendeinen weggekriegt. Ich habe dreimal keinen weggekriegt. Oder ich glaube, einmal habe ich Telluria weggekriegt. So, weißt du was? Jetzt hier. Ich habe drei Beschwörungen. Komm, auf geht's. Die rettet meinen Tag auch nicht mehr. Wer jetzt noch so meinen Tag retten würde, wäre hier die Gazelle. Oder vielleicht sogar auch die Eule für sehr schnelle Kriege. Ah, ja. Yeah. Gunnar. Natürlich. Ausgerechnet Gunnar. Die größte Pfeife überhaupt, der die in dem Turnier überhaupt nichts bringt. Ausgerechnet, er kommt jetzt als letzte Beschwörung. Leck mich. Blödes Spiel, ey. Ich nehme mir diese verdammte Scheißkiste da voll. Verwende 3 Heiltränke. 3 Kartenetappen, 3 Questetappen. Ja, Questetappen werden wir wohl schaffen mit dem Turnier hier. Oh, nee. Also ich brauch eine Pause. Also, was heißt eine Pause für heute erstmal? Ich muss erstmal jetzt so 1, 2 Stunden, 3 Stunden Abstand gewinnen hier, sonst kriege ich echt ein Herzkasper. Nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Wenn du einmal wieder die Scheiße am Fuß hast, der dann verfolgt die dich überall hin. Krieg, PvP, Turnier. Ich hatte sie überall. Also in dem Sinne. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn ich heute nicht viel erklärt habe, aber da war mir echt nicht nach. Und was soll ich da großartig erklären? Soll ich erklären, wir sind am Arsch, wir können nichts machen, wir haben nur Scheiße. Ist auch nicht so die gute Erklärung, ja. Von daher, ich hoffe, bei euch läuft's besser. Geht nicht schwer. Und ja, wir sehen uns dann morgen mit dem letzten Tag dieses wunderschönen Turniers. Also macht's gut. Ciao.